So, meine Freunde, ein herzliches Willkommen hier zurück zu Mädchen2.de zum allerersten Part, nachdem ja das letzte Video rausgekommen ist, sozusagen. Ich habe die Nummerierung komplett von vorne angefangen. Ich habe ein neues Thumbnail-Design ausgesucht. Ich habe mir alles ein bisschen neu überlegt. Ich habe mir einen neuen Gamefitch-Account gemacht, beziehungsweise einen alten genommen. Und ja, ich glaube, ich brauche nicht mehr so viel darüber zu erzählen, was passiert ist. Ich glaube, es haben jetzt mittlerweile schon fast 25.000 Leute angeguckt, das Video. Erstmal übelst heftig, dass es so viele Leute gesehen haben, auf jeden Fall. Und es hat ja auch übelst Welle geschlagen, mein Discord ist explodiert und mein Instagram ist explodiert und das Forum wurde hart diskutiert etc. Und ja, ich habe mich jetzt nach, ich habe glaube ich ein oder anderthalb Wochen, beziehungsweise eine Woche habe ich jetzt nicht Mädchen 2 angefasst. Doch ziemlich genau eine Woche jetzt eigentlich und habe mir jetzt überlegt, jetzt wird mal wieder Zeit komplett neu anzufangen. Ich habe mir mein ganzes Restequipment, was ich hatte, rausgesucht. Ich habe mir alle meine wertvollen Sachen rausgesucht, die ich noch hatte. Die ganzen IS-Depots geleert, die ich noch hatte. Und ja, es ist natürlich ein bisschen was dabei rumgekommen. Das heißt, ich habe keinen schweren Start, sage ich mal so. Es hat einen wirklich leichter Start. Ich hoffe, dass ich jetzt mit der Zeit wirklich schnell wieder an Land komme. Ich habe auch wirklich viel Support wieder bekommen von euch. Ich muss das mal raussuchen. Ich habe nämlich mir eine Liste gemacht, Alter. Ich habe angefangen und es haben irgendwie einfach wieder ein paar Leute so viel geschenkt, wo ich dachte, ey, heftig, danke schön dafür. Ja, restliche Monis habe ich aufgemacht, ich habe Kisten aufgemacht, ich habe das ganze restliche Equipment, was ich hatte, zusammengetragen, in Shops gestellt und da wurde auch recht fair wieder rausgekauft. Das heißt, ich habe keinen schweren Start gehabt, ich habe wirklich gutes Equipment gehabt am Anfang schon. Ihr seht, ich habe die Shops mal aufgenommen, die ich hatte, dass ich da so ein bisschen, ja, die Sachen raushole. Viele haben mich gefragt, Mae, wie sieht's aus? Machst du einfach Projekt 0 weiter? Und ich habe gedacht, eigentlich wäre es ja keine schlechte Idee, weil Projekt 0 wurde ja an sich nicht angefasst. Aber ich möchte diesen Gameforge-Account, wie gesagt, nicht mehr benutzen und da waren alle Accounts drauf, die ich hatte. Ist wahrscheinlich meine eigene Schuld gewesen in dem Fall, aber ja, ich habe alle meine Accounts auf dem Gameforge-Account gehabt, deswegen möchte ich Projekt 0 auch so nicht mehr benutzen. Ich werde den ganzen Kram, den ich darauf hatte, runternehmen. Wie gesagt, ich habe alle meine Accounts durchgeguckt und habe alle meine wertvollen Sachen runtergenommen, auch Projekt 0 Sachen. Da hatte ich ja irgendwie noch 8 von flüssig, ich hatte ein SAP plus 9 etc. Da habe ich natürlich alles runtergenommen und das werde ich benutzen, um mein eigenes persönliches Projekt quasi wieder voranzubringen, dass ich den Char wieder voranbringe. Ihr habt gesehen, ich habe ein Vasu gemacht. Ich habe in den neuen Gameforge-Account natürlich neues Lagerpasswort vergeben etc. und da das ganze wertvolle Zeug erstmal reingeschmissen. Das Zeug ist jetzt entbunden, das heißt, ich habe es jetzt auf einen neuen GF-Account logischerweise und werde das jetzt nach und nach verkaufen. Ja, ich glaube, die Rüstung ist jetzt auch schon weg. Das Soda-Schwert werde ich behalten für später, das Pad werde ich behalten für später. Die Feuerschuhe und das Titani werde ich alles für später behalten, keine Frage. Das ist alles noch wertvolles Zeug. Das benutze ich später auch noch, auf jeden Fall. Aber so, ja, die Kyanid-Dolche müssen weg. Also das ist ein One-Bunker quasi, da kann ich das, ja, ich brauche auf jeden Fall das One, was da rauszuholen ist. Das heißt, wenn jemand von euch Kyanid-Dolche plus 9 braucht, mit 10 AM, 10 dB, 5 Crit, 6 ist der Boni etc., ihr kennt die Dolche, ja, dann schreibt mich auf jeden Fall an, ich brauche definitiv ein paar Bonnen. Ich habe momentan natürlich ein bisschen was, das ist keine Frage, ich habe einen guten Start, ich habe wirklich einiges an Bonnen am Start zum Neustarten. Aber so, ich brauche mal eine neue Alchemie, wir brauchen ein neues Band, ich hatte nämlich gar keins und ja. Also auf jeden Fall brauchen wir komplett neues Equipment, wir brauchen neue Alchemie. Aber ich denke mir, dass wir ziemlich schnell wieder in die Richtung kommen und ich werde definitiv dann auch zügig Richtung 75 Echsen, genau, Echsen sage ich schon, Richtung 75 leveln und die KG-Echsen, wir werden die Skills auf P ziehen ganz schnell. Ich glaube, ich bin in der ersten Folge jetzt auch schon über Level 30, ich habe den ersten Rubin eingebaut und so. Ja, auf jeden Fall möchte ich mich auf jeden Fall bei der Community nochmal herzlich bedanken. Ich hatte ja jetzt auch vor ein paar Tagen den Post gemacht. Da habe ich ja den Post gemacht, dass ich mich nochmal herzlich bedankt habe bei euch. Jetzt nochmal wörtlich vielen lieben Dank nochmal, ne, dass ihr mich da so, ja, so extremst viele positive Kommentare gelassen habt. So von wegen, Maeve, ist zwar scheiße, es tut mir auch total leid, bla, und aber wir stehen hinter dir, wenn du was brauchst, sag Bescheid, haben wir so viele Leute Hilfe angeboten, das ist echt heftig. Also nochmal Dankeschön, dass ihr so eine krasse, geile Community seid und das freut mich einfach wirklich extrem. Auch hier zum Beispiel Clip aufgenommen von dem lieben Veros und der hat mir wirklich viel, viel, viel Kram geschenkt. Er hat mir unter anderem den perfekten, legendären, matten Rubin geschenkt, den ich eingebaut habe. Das seht ihr auch gleich noch. Er hat mir die Truhen aufmachen lassen, dann habe ich ihn gefragt, ja, was brauchst du davon? Meint er so, ach, behalt einfach alles. Ich sage, hey, was, bitte was? Dann hat er mir ein paar Welttruhen geschenkt, dass ich die aufmachen kann. Also es ist ein heftiger Push, den er mir da gelassen hat. Und ja, so einige Leute wie zum Beispiel, ich habe jetzt mal eine Liste gemacht, wer mir alles was gegeben hat, schon am Anfang. Ingame, Heineken, glaube ich, Knight, Veros, X-Sunshine, Graffe,
Philipp von Instagram, 2i Japoneise und Gewandslaus. Also die haben ja jetzt, ich habe jetzt einfach mal eine Editor-Liste gemacht hier, von wegen, wenn mir was gegeben hat und so. Auch wenn es nur ein paar Kaka waren oder sowas, das ist heftig, was mir diese Community einfach schon in den ersten paar Tagen einfach so geschenkt hat. Auch hier, der Typ ist so krank, der hat mir einfach einen Feuerteil plus 6 geschenkt. Das ist, und Ohrringe, so. Ich dachte mir so, Alter, das kannst du nicht machen. Hier, Sunshine, wie gesagt, hat mir einfach mal so einen antiken Jade geschenkt und so. Und das sind einfach so, immer so ein paar One-Pushs, wo ich denke, ja, Dankeschön dafür einfach, dass ich so eine krasse Community habe, die mich so schnell wieder voranbringt. Klar, das ist natürlich nichts im Vergleich zu dem, was ich verloren habe, aber damit lässt sich auf jeden Fall wieder gut anfangen. Ich habe mir jetzt die erste Rüstung gekauft, ich habe mich ultra gefeiert, dass der Hass plus 4 reingegangen ist. Unglücklicherweise sind irgendwie 9 Ausweichen plus 4 gefailed. Das heißt, für die Rüstung haben wir dann insgesamt, keine Ahnung, 4, das haben wir also 7 oder 8 Won ausgegeben. Aber es geht anscheinend, also es geht auf jeden Fall. Ich kann die Rüstung später wahrscheinlich auch wieder für 8 Won verkaufen. War okay, sag ich mal. Ist natürlich doof, dass die Steine so oft gefailed haben, aber egal. Dann habe ich natürlich ein paar Inventarweiterungen gekauft. Wir haben ja, wie gesagt, ein bisschen von da gehabt. Ich habe das benutzt, was mir uns geschenkt wurde. Ein User oder ein Zuschauer hat mir auch direkt 10 Won in die Hand gedrückt, meinte hier, zieh durch. Ich meine, es ist nicht mehr normal. Auf jeden Fall vielen Dank dafür. Einer hat mir auf Teutonia auch noch die Hälfte seines Rest-Accounts gegeben, wo er meinte, ey, ich zock nicht mehr, Maeve. Da schreiben mich Leute an, die ich noch nie gehört habe, die mich noch nie kommentiert haben. Ja, ich bin immer ein stiller Zuschauer, aber ich habe noch ganz viel altes Zeug. Ich habe das hier auf Teutonia etc. Willst du das vielleicht haben? Und dann meinte ich so, ja Mann, also ultra gerne, vielen Dank dafür. Das heißt, am Dienstag, wenn ich dann noch einen Char-Wechsel gemacht, da werde ich dann noch einen Char rüberholen, den ich wahrscheinlich nicht benutze, aber Hauptsache das ganze Zeug, was mir da geschenkt wurde, kommt rüber. Vielen lieben Dank auf jeden Fall dafür nochmal, es ist unglaublich. Der Rubin, den ich von ihm bekommen habe, den habe ich natürlich direkt plus 4 gemacht. Ich hab mir so überlegt, ich werde definitiv mythische Alchemie einbauen, aber den Rubin brauche ich jetzt erstmal, um zügig zu leveln. Das heißt, ich werde den Legi-Rubin einbauen, mir nach und nach von den Wonnen her dann mythische Alchemie kaufen. Und wenn ich den Ring fertig habe, werde ich den Legi ausbauen und dann mir einen mythischen Rubin einbauen. So ist der Plan ungefähr. Ich hoffe, dass ich dann jetzt demnächst auch ein paar Konzis kaufe, weil dann könnte ich mich VZK direkt schon exen. Also das ist schon ziemlich krass, dass ich direkt den ersten paar Tagen, die ich zocke, dann direkt schon Gearskill exe etc. Also das ist krass. Also ich habe hier auf einem Account in ein KDR eingelöst, um halt dann am Dienstag dann einen Char rüber zu wechseln von Teutonia, um dann noch ein bisschen, ich sag mal, noch ein bisschen Equipment rüber zu holen, was mir da geschenkt wurde, echt heftig. Die Ninja-Rüstung habe ich dem König Taken verkauft für 300 Won, also das ist natürlich vielleicht ein bisschen viel Won, aber meinte, ey, ich greife dir damit unter die Arme. Das zahlt er mir nach und nach ab, das habe ich jetzt natürlich nicht flüssig, aber der guten Taken ist vertrauenswürdig, den habe ich das da mal in die Hand gedrückt. Nach und nach bekommen wir dann also da nochmal 300 Won zusammen. Wie gesagt, die Königdolche sind auch nochmal ungefähr 900 bis 1000 Won wert. Da werden wir definitiv auch noch gut Won am Start haben, dass wir da dann die Skills exen. Ich werde jetzt heute auf jeden Fall nach dem Video KG exen. Ich werde mir dann diese römischen Rollen wieder kaufen, dass wir dann den Kampfgauer schnell fertig machen. Dann werde ich Richtung 50 leveln und da geht dann fleißig voran auf jeden Fall. Ihr seht schon, in der ersten Folge sind wir schon ziemlich weit gekommen. Natürlich durch den genannten extremen Push, den ich von euch bekommen habe. Ich kann es nicht oft genug sagen, es ist einfach heftig, was für Support ich da von euch bekommen habe. Es ist, oder immer noch bekomme. Ich kriege ja immer noch Nachrichten und es ist einfach nice zu sehen, dass ich so eine nice Community habe. Ich habe mir ja schon herzlich dafür bedankt, auch schon in dem letzten Post und so. Natürlich hatte ich auch einige Kommentare, dass ich irgendwie das Zeug verkauft hätte und einfach nur gesagt hätte, ich wurde gehackt. Das finde ich ein bisschen scheiße eigentlich, ehrlich gesagt, weil es ist einfach nicht so. Das würde auch keinen Sinn machen jetzt, wo ich so viele DR etc. verballert habe für die Mains und für den Ninja, den ich jetzt gemacht habe, also den ich jetzt voranbringen wollte. Als Gameforge-Partner den Scheiß zu verkaufen, finde ich auch ein bisschen sinnlos und naja. Ich finde die Anstellung schon ziemlich lächerlich, deswegen, ich gehe auch nicht weiter drauf ein, ignoriere diese Kommentare jetzt am besten, aber es ist auf jeden Fall nicht so und die meisten haben es ja auch so gesehen und mich ja auch direkt supportet etc. und es ist einfach ziemlich krass, was da für ein Feedback kam von euch und das ist einfach sehr, 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 sehr geil von euch. Ich hoffe, dass wir jetzt auf jeden Fall schnell wieder weiter vorankommen und das war es auch wieder von dieser Folge. Von der ersten Folge mit den 2.de von neuen Projekt, nicht Projekt, sondern von dem neuen Anfang. Und ich würde sagen, Support wie immer, Anmeldelink nicht vergessen, ansonsten macht's gut, bis zur nächsten Folge, Peace und out.